Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin wieder bei meinem Kumpel Pascal und genau vor 2 Monaten haben wir hier von Ankersolix das System aufgebaut mit 4 Modulen und 2 Speichern. Und heute kommt das Smart Meter und da möchte ich euch hier mit Pascal und dem Elektriker zusammen zeigen, wie das installiert wird. Und bevor wir das machen und euch da Schritt für Schritt mit durchnehmen, gucken wir mal drauf, was eigentlich in den letzten 2 Monaten hier an Strom erzeugt wurde und vor allen Dingen, was Pascal gespart hat. Viel Spaß im Video, los geht's! Hey Pascal, vor 2 Monaten war ich ja auch hier und wir haben gezeigt, wie man das System von Ankersolix aufbaut, also ein Balkonkraftwerk mit 4 Modulen und 2 Speichern. Das ausführliche Video kam ja auch ganz gut an. Und mich würde aber jetzt deine ehrliche Erfahrung interessieren. Wie war es 2 Monate lang mit dem System, bevor wir dann gleich nämlich darauf zu sprechen kommen? Das Smart Meter soll eingebaut werden heute hier als Neuigkeit, um dann mit dem Speicher zu kommunizieren und ganz gezielt Strom einzuspeisen. Und du hast neue bifaziale Module jetzt hier stehen, die sprechen wir auch gleich nochmal an. Aber erstmal der Blick auf die letzten 2 Monate. Was waren deine Erfahrungen? Ja, das Wetter war leider mäßig die letzten 2 Monate. Also, und der Stellplatz für die Module, der war jetzt noch nicht optimal. Das muss man dazu sagen oder vorweg. Wir haben aber mit Hilfe der App und dann auch so mit den alten Stromverbräuchen so ein bisschen geguckt und das Ganze dokumentiert. Ja. Und können wir gleich mal einen Blick drauf werfen. Es hat sich schon merklich was getan. Ja. Das ist schon sehr interessant. Kannst du schon grob einschätzen, ob, ich sage jetzt mal ein Viertel oder eine Hälfte, also was meinst du merklich getan? So ein Viertel, ein Drittel hat es auf jeden Fall eingespart. Und das, obwohl es nicht so optimal stand und das Wetter halt, wie gerade gesagt, mäßig war. Aber jetzt bin ich gespannt, ob der Smart Meter dann nochmal eine deutliche Besserung vielleicht bringt. Ja, bin ich auch gespannt, weil das Smart Meter soll ja dafür sorgen, dass dann, wenn der Strombedarf im Haushalt da ist, das System darauf reagiert und gezielt einspeist. Wie wir das machen, das zeigen wir euch jetzt gleich mit dem Elektriker, der wird das hier nämlich einbauen und dann bin ich mal gespannt auf die Zahlen, auch da mal drauf zu schauen, ja, was du dir notiert hast, wie der Stromzählerstand vor 2 Monaten war, das hatten wir ja einmal abfotografiert und wie er jetzt ist und vor allen Dingen auch mal im Vergleich zu vorher. Ne? Mhm. Ja Pascal, wir waren ja gerade draußen und ich habe dich schon ein bisschen nach deinen Erfahrungen gefragt und du hast schon gesagt, ca. 25% Einsparungen, du hast ja eine Excel-Tabelle sogar jetzt noch vorbereitet, lass doch mal reinschauen und auf die harten Fakten sehen, was du da eingetragen hast. Ja, die harten Fakten überraschen dann tatsächlich. Ich habe hier 2023 bereits den Verbrauch dokumentiert. Das war vom 31.05. bis zum 1.08. insgesamt 62 Tage. Und das waren insgesamt 656 Kilowattstunden. Im Durchschnitt pro Tag 10,58. Und vorhin habe ich ja gesagt, so circa ein Viertel, ein Drittel, das war so das Gefühlte. Und wir hatten jetzt über den Zeitraum der letzten 2 Monate so ein bisschen Buch geführt. Ja. Und da haben wir jetzt vom 1.6. bis 1.8.24, also 61 Tage, aber ein vergleichbarer Zeitraum, 328 Kilowattstunden verbraucht. Das macht im Durchschnitt pro Tag 5,38. Mit einer dann doch deutlich krasseren Differenz von 5,2, also praktisch die Hälfte. Ja, 50% eingespart. Da muss man dazu sagen, du hast ja hier den Ferraris-Zähler und du hast dein System mit 800 Watt, hatten wir das letzte Mal eingestellt. Ne? Wie sind deine Erfahrungen da gewesen? Also du hast 800 Watt eingespeist die ganze Zeit, ist der Speicher dann nachts leer gewesen, oder? Ja, genau, richtig. Also 800 Watt, das ist ja das Maximum, was ich einspeisen durfte und auch was das Gerät kann. Und das habe ich angestellt und dann war abends, so gegen 10, 11 Uhr war der Speicher dann auch wirklich, wirklich leer. Was dann jetzt nicht sonderlich schlimm war, weil der Zähler hat sich dann halt noch rückwärts gedreht. Das wird sich jetzt leider ändern, ich kriege einen neuen Zähler. Deshalb ist es gut, dass jetzt dieser Smart Meter installiert wird, weil der kompensiert das dann natürlich. Ja, das ist nochmal sehr spannend dann im Vergleich zu sehen auch. Also vorher 800 Watt eingespeist die ganze Zeit, den Vorteil durch den rückwärts drehenden Ferraris-Zähler. Und jetzt dann mit dem Smart Meter, wenn es dann installiert ist, da wirst du ja immer dann so viel einspeisen, wie Verbrauch im Haushalt gerade ist. Und dadurch wird der Speicher auch nachts noch deutlich länger voll sein, weil nachts der Verbrauch ja meistens recht gering ist. Und da bin ich ganz gespannt auf die Daten. Da sollten wir auf jeden Fall nochmal ein Follow-up-Video machen. Aber das ist schon mal krass zu sehen. 50% hier in deinem Fall jetzt mit dem System eingespart. Und das in 2 Monaten, die du gesagt hast, die gar nicht so toll von der Sonne waren, ne? Nein, also das Wetter war mäßig.
wie ich vorhin berichtet habe, die Module stehen auch noch nicht perfekt. Ich habe die jetzt in alle Himmelsrichtungen so ein bisschen ausgerichtet. Ja. Aber ja, genau. Ich bin gespannt, was sich in den nächsten 2 Monaten tut. Ja, wirst du noch ein bisschen ausprobieren mit der Ausrichtung und dich da ein bisschen mehr nach der Sonne noch richten, oder? Ja, erstmal ist es praktisch, so wie sie jetzt stehen. Ne? Man kann ringsrum Rasen mähen und deswegen, ich glaube, sie bleiben wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen so stehen und vor allem hat man dann nochmal vielleicht eine Vergleichbarkeit. Ja, super. Ja, dann lasst uns mal loslegen und das Smart Meter einbauen. Ja, wie gerade schon angekündigt, geht es heute hauptsächlich um den Einbau des Smart Meters. Dieses kleine Gerät wird im Hausanschlusskasten reingesetzt und ist dann über Funk in Verbindung mit dem Speicher. Und es wird also immer gemessen auf allen 3 Phasen im Haushalt, was ist eigentlich der aktuelle Verbrauch. Und dann steuert das System gezielt gegen, damit möglichst viel von dem eigenen Strom genutzt werden kann und nicht einfach auf Verdacht eingespeist wird. Das Ganze funktioniert so, wir haben hier Klappstromwandler, wovon jeweils einer auf jede Phase installiert wird. Das zeigen wir euch gleich aber auch nochmal ausführlich mit dem Elektriker. Wichtiger Hinweis, nicht selbst machen, kann lebensgefährlich sein. Und Pascal kriegt jetzt aber heute nicht nur das Smart Meter installiert, sondern er hat auch neue bifaziale Module bekommen, von Anker bereitgestellt, das möchte ich ganz klar sagen. Und die bifazialen Module, die können von beiden Seiten das Solarlicht verwerten und haben dadurch dann auch bis zu 30% mehr Ausbeute, weil, wie gesagt, von beiden Seiten das Licht dann auch verwertet werden kann. Und insgesamt eine Effizienz bis zu 25%. Was noch wichtig ist für alle, die die Garantie immer wichtig finden, 15 Jahre Garantie gebaut für eine Lebenszeit aber von 30 Jahren. Und das ist natürlich auch nochmal spannend dann im Vergleich zu sehen, wenn man sich 2 Monate zum Beispiel nochmal im Vergleich anschaut, was haben die wirklich mehr geleistet? Aber dazu kann Pascal dann vielleicht noch mehr erzählen. Wir gehen jetzt erstmal rein, der Elektriker ist nämlich da und zeigen euch den Einbau des Smart Meters. Bevor das Smart Meter jetzt hier komplett installiert werden kann, braucht das Smart Meter auf jeden Fall erstmal eine Vorsicherung. Die ist notwendig, um das Smart Meter selbst auf den 3 Phasen mit Strom zu versorgen und damit es auch dann die Spannungsebene messen kann, um dann nachher richtig zu laufen. Ja, an die Vorsicherung werden jetzt hier die 3 Phasen angeschlossen, sodass das Smart Meter dann mit Strom versorgt ist. Und der Neutralleiter wird dementsprechend dann unten gleich auch noch eingesteckt. Das ist das blaue Kabel. Das Smart Meter wurde jetzt über die Vorsicherung mit den 3 Phasen versorgt, hat jetzt also hier den Anschluss. Der Neutralleiter ist blau, führt nach unten hier weg. Und dann haben wir eine Antennenverlängerung installiert, weil das Ganze ja in einem Blechkasten quasi ist. Und damit ihr besseren Empfang habt, gibt es diese Verlängerung der Antenne, die dann auch mit dem Magneten einfach fixiert werden kann. Und jetzt werden die Klappstromwandler an die 3 Phasen angeschlossen, um dann richtig zu messen, was ist denn eigentlich gerade der Bedarf im Haus und damit das Gerät dann dementsprechend mit der Batterie gegenregeln kann. Die 3 Klappstromwandler, bezeichnet mit L1 bis L3, die werden also auf die 3 Phasen geklappt und messen jetzt hier den Stromfluss. Wichtig ist, die Pfeilrichtung zu beachten, also vom Haus in das öffentliche Netz. Also das ist die Pfeilrichtung, also auch die Messrichtung hier. Und die sind über eine Datenleitung dann jetzt mit dem Smart Meter hier unten verbunden. Also diese Datenleitung, die wird hier unten einfach in das Smart Meter eingesteckt. Übrigens habt ihr hier oben auch noch die Möglichkeit, eine RS-485 Datenleitung anzuschließen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit einem Smart Home System arbeitet, könnt ihr das hier anschließen. So, nachdem die Installation abgeschlossen ist, kann das Haus wieder mit Strom versorgt werden, also alle Sicherungen wieder rein. Und dann geht es darum, jetzt das Smart Meter auch in Betrieb zu nehmen. Die Vorsicherung dann auch einschalten und ihr seht jetzt hier blinken auch die LED des Smart Meter. Ja, so sieht das Ganze dann jetzt eingebaut aus. Das ist das Smart Meter hier. Es blinkt, weil es eingeschaltet ist und weil es auch mit dem Netz verbunden ist. Und das Ganze werden wir jetzt integrieren in der App und euch das zeigen. Okay, das Smart Meter haben wir jetzt ja im Zählerschrank verbaut und jetzt müssen wir das hier natürlich noch in die App einfügen. Das heißt, einmal auf Geräte drauf gehen und oben rechts auf das Plus ein Gerät hinzufügen. Zack, einmal bestätigen. Ich glaube, da kannst du es hinzufügen, ne? Zu dem Heimnetzsystem, Heimsystem hinzufügen. So, und jetzt kannst du einstellen hier Eigenverbrauch. Die Module nehmen gerade 927 Watt auf. Ja. Davon, so verstehe ich das hier, gehen 730 in den Speicher. Ja. Und 221 bzw. 217 werden gerade im Haus verbraucht. 4 Watt, also faktisch nichts, gehen ins Netz. Genau. Durch das System speist du jetzt möglichst wenig ins öffentliche Netz ein. Das ist ja auch das Ziel dann, um möglichst viel von dem eigenen Solarstrom zu nutzen.
Und so wird immer fast sekundengenau, also bei ungefähr 3 Sekunden ist da die Latenz, wird nachgesteuert, wie der Verbrauch im Haus ist und was das System dann die Speicher abgeben in dein Hausnetz, um das optimal aufeinander abzustimmen. Ja, super. Okay Leute, und jetzt wollen wir euch natürlich auch mal zeigen, wie schnell das System reagiert, wenn wir hier einen großen Verbraucher einschalten. Und dazu stehen wir hier vor der Kaffeemaschine, wollen wir mal sehen. Aktuell sind es 140 Watt, die gebraucht werden. Ja, guck mal, 3 Sekunden habe ich im Kopf schon gezählt, sind auf jeden Fall schon rum. Ah ja, guck mal, 1649 Watt, aber das waren jetzt 5 Sekunden, würde ich sagen. Das ging schnell. Und jetzt ist natürlich interessant, hier 793 Watt werden eingespeist, also die erlaubten 800 Watt werden sofort dann ins Hausnetz abgegeben, um hier gegenzusteuern und den Netzbezug gering zu halten. Aber Netzbezug haben wir trotzdem, ne? 137 Watt gerade. Ja, jetzt gerade, da vorne war es noch mehr. Jetzt ist die Kaffeemaschine anscheinend schon vorgeheizt. So schnell ging das jetzt hier. Ja, spannend. Cool, mal zu sehen. Das Smart Meter ist installiert und das ganze System läuft. Und wenn du selbst das Ganze auch interessant findest, dann findest du hier unter dem Video weiterführende Links. Denn zum Beispiel für Wohnungen hat Enker auch nochmal separate Systeme, wo es ganz einfach mit flexiblen Modulen möglich ist, diese auch am Balkongeländer unkompliziert anzubringen. Schau sie also gerne an. Und wenn dich solche Themen generell interessieren, dann komm auf jeden Fall in meine Community Sonnefreihaus. .de ist da der Link. Dort findest du die Community, ist komplett gratis und wir tauschen uns da auf Augenhöhe aus. Ich freue mich, dich dazu begrüßen und sag sonnige Grüße. Bis bald.